So, ein herzerfrischendes Moin Moin, da sind wir wieder bei Star Control Origins. Es geht weiter hier, ja. Wir haben beim letzten Mal haben wir mit dem Ukai Kontakt aufgenommen. Okay, dann wissen wir schon mal was. So, schauen wir mal gerade ins Logbuch. Okay. Ja, müssen wir hinreisen. Autopilot an und Abflug. Ja. Errungenschaft freigeschaltet. Füße hoch. Ja, dann Füße hochlegen. Irgendwo hinfliegen. Kann man ja mal machen. Ja. Sind wir mal gespannt, wie lange die Reise dauert. Ja, da geht's schon mal dran vorbei. Dieser ist so gefühlt ein bisschen 90er Jahre, 80er Jahre, keine Ahnung was. Ja, gut. Sind wir angekommen im neuen System? Ja, da sind wir mal angekommen. Jetzt schauen wir mal. So. Was sollen wir hier tun? Wir sollen die Mukai-Kolonie hier verteidigen. Okay. Schauen wir erstmal, was es hier so zu sammeln gibt. Ja, da sehen wir schon das Dränkenschiff. So, bereit zum Start. Lift off. So. Wollen wir mal gucken, ob wir hier sammeln können. Ja, ein bisschen Kupfer. Und das da hinten ist es doch, ja. Da gehen wir da hin, und dann ist es da, und dann haben wir das. Nee, natürlich nicht. Da ist es, da haben wir Kupfer. Und Abflug. Abflug haben wir hier. So. So, schauen wir mal, was haben wir denn noch hier? Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, wo wir hin müssen. Ich werde jetzt erstmal das System ein bisschen erforschen, noch vorher. Hallo. Ab, runter geht's. Oh, relativ stabil soll der Planet sein. Also für mich sieht der Planet hier aus wie sonst was. Wie eine Felsenwüste oder Eisenwüste. Keine Ahnung, wie man es nennen will. Felseisenwüste, ja. Nennen wir es einfach Felseisenwüste. Da kommen wir mal wieder nicht hoch. Erwürgen. Na komm, schaffst du. Hast du geschafft. So, weiter geht's. So, brauchen wir noch Ressourcen zu sammeln? Na, ich sehe gerade keine Pfeile. Oh, da ist er. Da ist ein Pfeil. Da müssen wir hin. Da ist Gold. The Gold. Goldeneye. Ja. Ein bisschen Goldeneye. Ein bisschen goldenes Ei. So. Na, haben wir da. Was geht denn hier noch ab? So, verdammte. Ja, verdammte Wurst hier. Was soll denn das? Da hinten ist es. Endlich. Hammer doch, Mann. Komm, ab und Abflug. Abflug. So. Den Planeten haben wir jetzt auch ausgeplündert. So. Boost gibt es ja scheinbar nicht, ne? Zumindest habe ich den nicht gefunden bis jetzt. Vistasir. Okay. Tödlich vergiftend. Nee, danke. Salara. Okay, hier ist wieder gemäßigt. Hier kann man wieder sammeln gehen, ohne Probleme. Oh, wieder ordentlich was sammeln. So, das doch. So, bisschen Wolfram, bisschen Indium, bisschen Bohr, paar Superflüssigkeiten. Superflüssigkeiten, was sind denn die Super da dran? Ja.
Ist das hochprozentiges Bier oder was? Hochprozentiger Schnaps. Ja, mit dem wir unseren Raumschiff dann antreiben können. Wenn es mal wieder der Treibstoff ausgeht. Ihr kennt das ja schon. Ihr habt das ja schon mitbekommen, ja? Ich hab's schon hinbekommen, den Treibstoff ausgehen zu lassen. So. Ja. Da ist das Wolfram. So, da haben wir noch die andere Superflüssigkeit, ja, die Super-Mega-Flüssigkeit. Bin ich mal gespannt, ob es auch die Super-Mega-Flüssigkeit gibt. Ja. Warte mal da. Planetentyp. Wiederbelebt. Im Überfluss. Biologie im Überfluss. Ja, das klingt doch gut. La Celle, La Celle 4. 87, 60. Okay, glühend heiß, giftige Gase. Na toll. Dafür bin ich nicht ausgerüstet. Noch nicht. Noch sind wir dafür nicht ausgerüstet. Das werden wir aber noch ändern. So, zoomt da auch mal wieder rein. Was der? Was der? Ist auch so giftig. Na toll. Was haben wir denn noch? Drumpfer. Also ich weiß ja nicht, wer auf die Namen kommt, ne? Der Drumpfer. Genauso unwirklich. Okay, das ist ein Gasriese, da können wir nichts machen. Da können wir nicht landen. Da hat da keinen Boden, wo man landen kann. Ne? So. Planetentyp Jod. Ja toll, auch der Planet wieder mal für die Tonne. Gut, dann kümmern wir uns einfach mal um die Denkenden. So, liebe Denkenden. Hagel. Natürlich Hagel. Attention! Your garbage vessel has intruded on Squid Destruction Zone Alpha. Rock, 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 rock! I'm afraid our orders do not permit that at all. So be careful. If dying in combat is what you have planned for us, you should know that we are very good at that. Ja, wir sind auch gut. Nun gut, wir haben es durchgedacht und werden euch jetzt nicht abschießen. Wir hoffen, dass wir euch stattdessen ausreden können. Okay. Rock, that doesn't sound like something we have orders for. But go on, talk us out of it. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr getötet werdet? Normal? We get killed a lot. Rock, because someone told us to. Drinking Command, they are the source of all orders. You can find them in the Alpha Uxor system where they do all their ordering. Okay. Yes, we know. Killing the squids fills us with pain and remorse. But it is what we have been ordered to do. Which gut, dann müssen wir woanders hinfliegen noch. Well, you could talk to the Eelus squids. They might have a way to stop us. But they haven't stopped us. So, probably not. Ja, lass mich so einen Kopf gehen. Such a thing. So knock yourselves out, squishbags. Kanal schließen. So, nehmen wir mal damit Kontakt auf. Bitte Tintefischen. Bitte Tintis. How did you get through the blockade? The Dragon have besieged this planet for days now.
They won't tell us why they're attacking. They just scream nonsense about ears and then fire their troops directly at us. It's been really unpleasant to clean up. You could, but there are actually a few other ways you could help. You could try and talk some sense into the Drinkend. But they're the Drinkend, so that will be frustrating. You could shoot them all, which would not be very peacefully cooperative, but we may be a bit beyond at this point. Or you could help us turn on the shield. We built this colony here to study the precursor relics on this world. Okay, dann machen wir das. One of which appears to be a continent-sized force field. We'd be invulnerable to the Drinkend if only we could power it. Which is going to require about 50 units of degenerate matter. When we first surveyed this system, we found a moon in the outer solar system which should have some. Whatever you do, please hurry. So, entartete. So, jetzt schauen wir mal. Ob das der ist? Da waren wir aber ja eigentlich schon, ne? Ja, nein, ist da keiner mehr. Dann muss es der Planet sein. Okay. Dann schauen wir mal. Wie schlecht der Planet für uns ist. Entartete Materie. Können wir denn unseren Länder denn ausstatten? Bottenstatus? Ländermodule? Länderkanone? Schauen wir mal. Ob es da irgendwo eine Lösung gibt. Ich glaube, da war doch dieser Stern. Brauchen wir denn hier was? Fliegen wir mal zurück ins Sol-System. So. Okay. Mal schauen, ob wir da irgendwas machen können. Weil irgendwie können wir ja unsere Länder, glaube ich, ausstatten, dass sie einiges mehr aushalten. Ich weiß nur noch nicht wie, ne? Das werden wir aber noch herausfinden in dem Spiel, irgendwie. Das werden wir herausfinden, definitiv. So, wo fliegen wir jetzt vorbei? Wir fliegen hier am Bernhardstern vorbei. Okay. So, jetzt sind wir bald zu Hause im Sol-System.
Ja, und jetzt auch wieder tanken. Dann müssen wir auch wieder tanken. Wieder voll tanken. Einmal voll tanken, ja. So, gib Gas. Space. So, Final Frontier. Dies sind die Abenteuer des bekloppten Schiffes. Bekloptix. So. Erde. So, was haben wir denn hier? Willkommen zurück, Kapitän. Ja, da wissen wir ja. Auf zur Schiffswerft. Handel. Füll mich erstmal auf. So. Ausrüstung. Ich glaube, uns ist auch irgendwo. Anti-Schwerkraftdüsen. Crewquartier, Andockstation. Systemscanner. Warum kann ich den nicht? Achso, wir sind unter 5000. Handel, Fach verkaufen. Was kann man da verscherbeln? Kann man immer nur alles verkaufen oder was? So, verkaufen einfach mal alles. Sensoren gibt es keine. Bahnkorrektur. Also wir können den Länder nur noch mit Schwerkraftdüsen ausstatten. Ich mach mal. Den Systemscanner mal kaufen. Und So, dann doch Platz. Okay, dann wollen wir mal schauen. Flotte verwalten. So. Okay, passt doch. UES Discovery. So. Was können wir noch tun? Ausrüstung haben wir jetzt alles. Alles, was wir aktuell kaufen können. Noch etwas, Kapitän? Nein. Viel Erfolg, Kapitän. Ich geh da mal. Arbeit. So, was haben wir denn hier? Glühend heiß. Ja, ich weiß, dass die Venus glühend heiß ist. Ganymede. Ganymede soll es noch was geben. Ich hasse die Steuerung manchmal. Also so unpräzise. Abgestürztes Schiff. Schauen wir mal. Ob wir das nicht schon vielleicht erledigt haben, keine Ahnung. Ich meine, jetzt haben wir schon alles erledigt, oder? We're back at that old Russian space probe, Captain. It's neat, but not much we can do with it. Achso, ja. Wir sind wieder bei der russischen Raumsonde. Wir können damit nichts anfangen. Ja, mir war das eigentlich klar, dass ich hier eigentlich bei uns im System nichts mehr zu tun habe. Flottenstatus. Logbuch des Captain.
Dann wollen wir mal versuchen bei den Tränken direkt. Ah, jetzt können wir einfach mal durch den Planeten durchfliegen. Ja, kann man ja machen, ne? Einfach mal mitten durch den Gasriesen durch. Ist ja gar kein Druck auf dem Planeten, den man aufbaut. Überhaupt nicht. Ja, Spiel, veräppel mich nur ein bisschen. Mit Autopilot kann alles. Autopilot ist der Megapilot. Der kann alles. Der kann wirklich alles. Absolut alles. Definitiv alles. Wirklich alles. Habe ich schon gesagt, dass er alles kann? Er kann alles. Absolut alles. Ja? Außer Kaffee kochen. Das kann er nicht. Bin mal gespannt. Ui, das ist noch eine lange Strecke. Ob wir so weit überhaupt kommen. Mit einer Tankfüllung kommen wir, glaube ich, da gerade so hin. Oh, mit einer Tankfüllung. Müssen wir nur voll tanken. Ich hoffe, dass wir da voll tanken können. Ansonsten, das müssen wir wieder abschleppen. Ne? Einfach mal abschleppen lassen. Kann man ja mal machen, muss man aber nicht, ne? Ach ja, ist das herrlich. Hagel. Attention! We are the drinking battle fodder for the glorious Scribe Empire. Jo, haben wir schon verstanden. Stop your garbage vessel where it is and prepare to be destroyed. It means a foodstuff. Or inferior material used to supply a heavy demand. Don't belittle us, Squishbag. We know what we are. Right, then you are large fools. You will find no assistance here. The Scribe have repeatedly ordered us to destroy creatures such as you. No, garbage is accurate. You knew this. You knew what you were making. We are the drinking battle fodder for the glorious Scribe Empire. No one enjoys meeting us. You're a liar. You will enjoy us less soon. No one has ever asked that before. We don't have orders for covering this situation. Rock, this is confusing. Rock, okay. Yesterday we were the Doom of Sumerians. The day before was much the same. Beyond that, it's lost to the mists of time. For me at least. I only emerged from my clothing pile 2 days ago. Our history is distributed on a need-to-know basis. Okay, need-to-know. Parts that are relevant to performing my job, which is about 2 days' worth. Right, yes, drinking her old clothes. Ach, deswegen sehen die alle so gleich aus. Conversations are easy. We all have the same interests. Orders. The following of orders. Etc. Fistfights are a little tedious. It is hard for a drinking to take another by surprise. Otherwise, it is a good system. You mean the lesser arms? The Scribe told us we are better without them. The tank helps a lot with that, though. Rock. Rock, yes. We do not get many boarding parties returning from naval battles. Because they explode when they hit things. It sure is. It is our basic military tactic. It is also our only military tactic. During invasions, we shoot a cloning pod at something we don't like.
a Drenken emerges and gets shot. Then another Drenken emerges and is also shot. This continues. But soon, there are so many bodies that it's difficult to shoot the new Drenken. Then we win. Many of our sports work the same way. Also dating. Interessante Sportart, klingt das schon mal? No, it is agony. No living being wants to die. We feel every death. We fear every sortie, every assault. But we have to follow orders. No. We press the button and a new Drenken comes out. We press the button and a new Drenken comes out. This has gone on for longer than we expected. Our history is distributed on a need-to-know basis. I know all the parts that are relevant to performing my job. Okay, natürlich, ist schon klar. So, fragen wir noch was anderes? Genug gefragt. Ah, thank goodness. That was tiring. Is there anything else before we destroy you, garbage vessel? No one has ever asked that. We don't have rock. This is confusing. Yes, of course. Drenkapon lies in the Alpha Uxor system. It is the glorious looking planet. You cannot miss it. Okay. Ah, thank goodness. That was tiring. Is there anything else before we destroy you? No, you won't do it, scum. We have orders to be the doom of all vessels crewed by aliens with two ears. Who are we to say? We're just following orders. So, versuchen wir mal anzukommen. Wir wissen schon mal zumindest, wo der Planet ist. Drenkapon. Hagel. Okay. Aber da machen wir beim nächsten Mal weiter. In der nächsten Folge. So, wir werden jetzt gehen. We have orders to be the doom of all vessels crewed by aliens with two ears. Uninteresting idea. Our orders do not normally permit such a thing. Of course, I could make an exception. Except our orders do not permit exceptions. Komm. So, versuchen wir jetzt. Aber das machen wir in der nächsten Folge. So. Ich sag dann mal, bis demnächst. Ciao.